Sehr gut, jetzt können wir dich endlich richtig besamen. Ich besam dich die Aubergine, das Phallus-Symbol schlechthin. So. Wir ernten jetzt und gehen dann um 9 Uhr in die... Es gibt eine neue Königin der Soßen. Grüße! Herr Soßen. Ich bin jetzt die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist glasierte Süßkartoffeln. Es ist Süßkartoffelsaison und wie könnte man diese herrlichen Knollen besser genießen als süß und klebrig glasiert? Du brauchst eine gute, reife Süßkartoffel und jede Menge Zucker. Und das sind die nächsten Schritte. So, ich habe gelernt, wie man glasierte Süßkartoffeln macht. Ich auch, aber das klingt schon super ekelhaft. Das klingt verdammt süß. Ja, also, aber Kartoffeln sind gar nicht so geil süß. Lumi? Süß Kartoffeln schon. Die sind krass süß. Wo ist denn jetzt das? Dann habe ich keine guten Süßkartoffeln gegessen. Dann habe ich keine guten Süßkartoffeln gefunden. Aber ich stehe generell nicht so auf Süßkartoffeln. Ich kenne Süßkartoffeln tatsächlich als Pommes zum Beispiel. Da finde ich es nicht so lecker. Benni? Das ist jetzt kein Spoiler, aber da du ja diese Kaktusfrucht entweder nicht aufgenommen hast oder die Energiewerte nicht angeguckt hast, die Kaktusfrucht ist mit die beste energiebringende Frucht. Ja, ich brauche keine Energie, deswegen habe ich sie da reingelegt. Ich habe auch meinen Kuchen ja da rein. Du sagst, ne? Aber meine. Kannst du mir einfach das ganz normal sagen, muss nicht mehr so komisch tun dabei. Ich tu nicht komisch dabei, ich wollte nur spoilern. Es tut mir leid. Das war jetzt eine ganz normale Stimmlage. Es geht nicht um die Stimmlage, es geht um die Aussage. Also für mich geht es schon um die Stimmlage, ob man zickig ist oder nicht. Nein. Ist ja egal, wo ist das Energietonikum jetzt? Ach, hier ist es. Aber wenn ihr gut durcheinander redet, verstehe ich richtig viel. Macht das bitte nochmal. Ja. Das war auch zickig. Nein, das war sarkastisch. Ich kann nichts dafür, wenn du solche Sachen nicht unterscheiden kannst. Dazu muss man die Person kennen und die Person sehen, um Sarkasmus zu erkennen. Übrigens kommt der Begriff Zicke gar nicht von mir, denn damit hat mein Chat angefangen. Ich stimme ihm nur dein zu. Chat? Dein Chat ist kacke. Nein. Dein Chat ist kacke. Nein, ist es nicht. Jetzt geht mein Chat. Ich danke dir. Gute Nacht, Ochi. So. Sehr schön. Wegen dir mache ich jetzt nochmal Auberginensamen. Nein, du wolltest mit in die Mine. Ja, ist schon noch. Es ist ja noch nicht 10. Hä? 9? Ach nee, die latscht gerade erst los, stimmt. 10. Latscht da immer mal hinterher. Laufe mal hinterher, ja. Musste mal zu Caroline bei Gelegenheit. Was wollte ich denn sagen? Achso, wegen den Süßkartoffeln. Bye, bye. Wollte ich noch loswerden, dass ich die besten Süßkartoffeln tatsächlich in Spanien gegessen habe. Also. So, Lumi, langsam antraben, wer gesagt. Wer ist angesagt. Doch okay, wir haben doch noch Zeit. Was hast du für Essen mitgenommen? Aber wir können auch die Dings, die Kaktus, Kaktus. Ich habe ein Energietonikum für dich geholt. Ach, wie lieb. Und ich habe ein bisschen Essen noch mit. Weil er weiß, dass sie es nicht hinkriegt. Müsli-Riegel, Öl und Karotte. Und du guckst mir einfach nur zu, du sagst nichts, ne? Weil sonst, ne? Sind wir ja verdammt. Bis auf alle Ewigkeit. Immer noch, wir haben vorhin schon gerade drüber geredet. Was ihr dort findet, könnt ihr gerne erzählen. Habt ihr ja, bei dem anderen jetzt, auch gemacht? Jetzt erleben wir ja die Sachen, also dürfen wir darüber reden, was wir dort finden. Ernsthaft, ich glaube, ich mache den Spiel, wenn er alleine weiter. Nein, fuck. Du brauchst das Spiel nicht alleine weitermachen, aber ich bin echt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen darf und was ich sagen soll. Ja, sag halt einfach. Also, ich glaube, Ben hat einfach eine sehr niedrige Spoilerschwelle. Was ja nicht schlimm ist, da ist ja jeder anders. Ist halt so. Sehr niedrige Spoilersquelle. Schwelle. Ach, übrigens, das sind keine Früchte hier, das sind wirklich Bäume, ne? Bist du schon drinne? Ja, ja. Ja, dann warte doch mal. Komm halt bei. Du steckst den Schädelschlüssel in das Schloss. So, wenn du irgendwas findest, was dir unheimlich vorkommt zum Beispiel, dann sagst du vorher Bescheid. Oh, der hat übrigens Robin Geburtstag. Okay. Das schaffe ich jetzt zeitlich nicht mehr, verdammt. Ich wollte es nur gesagt müssen. Haben. Du zuckst aber echt böse, du tust nicht mehr. Ich schlag bei euch mein Schwert nicht mehr? Nee, du zuckst, du stehst auf der Stelle und zuckst mit dem Fuß. Toll. Und kann mit den Schultern, so glaube ich, noch. Aber das Schwert schlägst du nur einmal, wenn du so schnell machst. Schräg. Also bei mir wird's angezeigt. Ping, alles ping. Ah. Oh, ich habe eine goldene Blaubeere gefunden. Erstmal essen. Wieso isst du die dann? Weil ich es kann, weil ich die gefunden habe, was meine ist. Aua, ich bin schon fast wieder tot. Okay, das erklärt, warum du so viel Zeug mit dabei hast. Ich habe noch volles Leben. Noch.
Wenn du die Fledermaus. Ah, ich kann meine Tasche kaufen, das stimmt, das könnte ich mal machen. Dann musst du wissen, warum. Das also, stimmt. Ich hab dein Schwert echt in Griffreichweite. Die kann ich auch die dritte Tasche kaufen, da hast du recht. Blitzschnell. Herzlich, oh, du bist immer noch da, mega nice. Warte mal, lass mal alles. Eine so Tasche habe ich ja schon geholt. Bau nie ab. Hm. Wir haben eh so viel Geld jetzt. Beeil dich. Und Samen. Was ist das eigentlich? Was willst du kaufen? Alamid. Bereite ich euch nicht? Der Kunde nur schön, dass er irgendwas kaufen will. Tja, wenn ihr mir nicht zuhört. Du hast, mitten in Felix Satz angefangen zu reden. Mein Chat hat mir gerade empfohlen, was zu kaufen. Das mache ich jetzt. Was kaufst du denn? Ist das nicht Spoiler? Ich nicht. Ja, genau. Ich spoilere euch das nicht. Gekauft. Die Luxustasche. Ja. Verdammt, das Spiel verrät mich. Das ist ja unfair. Tja. Das ist ja gemein. Sehr mag mich eigentlich Abigail. Oh, Abigail. Nee, die kostet 10.000. Hab schon 7 Herzen bei Abigail. Nee. Wird's aber halt Kinder geben? Nee, Spaß. Erstmal wird's Knutscherei geben nochmal, ja. So. Diesmal richtige Knutscherei, nicht nur im Busch. Was soll ich heute tun? Ich denke darüber nach, meine Haare wieder zu färben. Was meinst du? Was, Knutscherei? Knutscherei, meine Färbe sie schwarz, warum nicht blond? Wie wär's mit einem krassen Pink? Nein, ich mag die Haare so, wie sie sind. Natürlich würdest du sowas sagen. What? Ich mag die wirklich so. Das wäre spannend gewesen, wenn du Pink gesagt hättest, ob sie morgen pinke Haare hat. Aber ich mag wirklich lila Haare. Find das, und Pink mag ich nicht. Und schwarz und blond sind blöd. Ein Problem mit schwarz und blond? Wisst ihr hier schwarze und blondhaare gedisziplinieren? Nee, schwarz gefärbte Haare finde ich tatsächlich langweilig. Tut mir leid. Also komplett schwarz finde ich auch langweilig. Ja, genau. Aber mir sind sie ja auch immer bunt und noch irgendwas dazu. Hast du schon gehört, Ben? Der alte Stadtbus funktioniert plötzlich wieder. Von heute auf morgen. Das alte Ding hat Jahrzehnte schon nicht mehr funktioniert. Sehr mysteriös. Oh, Gold. Geil. Ja. So, jetzt muss ich noch die Kühe melken, weil ich ja hier wieder den ganzen Hof alleine schmeißen muss, weil es eine neue Mine gibt. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich. Ich habe vorhin alles geerntet. Aber nichts gegossen zum Beispiel. Ach, da unten die zwei Pflanzen. Das sind nicht zwei, sondern fünf. Du weißt nicht mal mehr, wie viele Pflanzen wir haben. Gleich runter oder noch ein bisschen gucken? Nö, runter. Und du hast den Mais nicht abgeerntet komplett, sondern deine Pflanze stehen lassen. Monster-Ding. Einmal mit Profis arbeiten und du hast auch eine Aubergine hängen lassen. Wir haben eh genug Auberginen, kein Mensch braucht viele Auberginen. Ja, ach nee, deswegen wollte ich auch hören mit Samen. Ich hab die nur reingeworfen, weil du mich geärgert hast. So. Du hast sogar zwei Auberginen übersehen. Echt? Ich bin schon wieder getroffen worden. Ich bin echt müde. Wenn du was brauchst irgendwie, ne, dann sag so, Lehm da rein. Lumi hat fast noch volles Leben. Und nee, das ist falsch. Auch. Das darin. Ich hoffe, ihr bringt Dingens mit. Was brauchst du denn? Kohle. Ich ja, hab Cola. 6 Stück, ja. Wenn du genug gegessen hast, könntest du mir auch weiterhelfen. So. Fresssack da hinten, ey. Pack mal denn da rein? Ey, bei mir zuckst du auch nur. Okay. Schwert. Ist ja witzig. Oh, Preiselbeerwein haben wir hier gemacht. Den hier du Preiselbeerwein da jetzt gemacht. Hinter mir rum, das sieht voll schwul aus. Warum haben wir denn Preiselbeerwein gemacht? Sexistisch. Was? Preiselbeer? Warum haben wir denn teure Preiselbeerwein? Ich habe keinen Preiselbeerwein gemacht. Ich habe Preiselbeerwein gemacht. Warum? Ah. Kann man Mais auch machen? Maiswein? Nee, das wird wahrscheinlich Bier, hm? Maisbier? Ich würde mal probieren, ob ich Mais vergären kann. Nee, Hopfen meinst du? Aber ich kann Mais vergären. Hopfen wurde das helle Bier, das Ale, ist aus Hopfen geworden. Naja, und das andere Bier wurde aus Weizen. Oh, nein, ich wollte ja, aber du hast gesagt, Weizen, nur Weizen wird zu Bier. Und da habe ich gesagt, na und Hopfen. Da hast du mir widersprochen. Du kannst das Gold holen. Du kannst ja das Gold noch holen. Ganz hinten ist vielleicht ein Lorem. Du suchst immer noch Caroline. Man rennt in Caroline mal draußen rum, Mensch. Warte bitte, bevor du noch weiter nach unten gehst. Pam ist aber schon nach Hause gelaufen, ja. Hier unten ist nämlich noch Kohle gerade. Ja, ja, ist okay. Ja, ja. Kohle kriegt man doch eigentlich eh genug. Und tot. Echt jetzt? Es war so klar, dass es bei dem. Ah, da fällt mir ein, wem wollte ich noch?
Robin wollte ich noch was schenken. Du hast bestimmt noch total viel Energie gehabt. Ja, vor allen Dingen hatte ich noch genau super viel im Inventar, was ich hätte essen können. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe extra Und es ist ungefähr das 10. Mal, dass Lumi in der Mine stirbt. Ich weiß auch nicht, was passiert mir nur bei euch? In meinem Single-Account bin ich vielleicht einmal in 3 Jahren gestorben. Ja, in der Mine, ist klar. Sagen sie alle, dann sind sie schwanger. Ist tatsächlich so. So, soll ich jetzt Robin Wein schenken oder lieber Gelee? Ja, die hat Geburtstag, gell? Ja. Was, wer? Jetzt bin ich ja rechtzeitig da. Ich schenke ihr Brombeergelee. Das ist was doch was Gutes. Das würde ich zumindest gerne selber kriegen. Wo ist denn die? Weiß ich nicht. Ich muss sie noch suchen, aber ich will Caroline auch noch einen Kürbis geben, weil wir einen Auftrag dafür haben. Oder ich zumindest einen Auftrag dafür habe. Vielleicht mag sie euch nicht. Caroline rennt, kann sie ein bisschen aufhalten. Die ist gerade beim Dings, beim Laden. Soll ich sie aufhalten für dich? Wo läuft sie denn hin? Runter zum Laden. Und dann kannst du da nicht mehr rein wahrscheinlich. Hier ist sie. Ich hab sie angesprochen, du musst sie direkt ansprechen. Oh, der Kürbis, das ist ein gutes Exemplar. Abigail wird so glücklich sein, wenn sie ihn sieht. Danke, Ben. Boah, Kürbis wäre jetzt auch was Geiles. Ich liebe Kürbis. Die wollte mit Schnitzen, hat sie gesagt. Was? Die wollen Kürbisse schnitzen. Ja, ach so, schnitzen, auch nicht essen. Aber man hüllt ihn ja vorher aus, man isst ihn. Hier ist Robin. Ja, du kannst dann... Wo ist Robin? Hier, auch da oben? Kurz vor ihrem Haus. Ich kann sie noch aufhalten. Boah. Ich muss auch durch die Gegend rennen. Oh, ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Was ist denn ihr Haus? Hier links unten doch irgendwo, oder was? Das obere, nein, Robin ist doch die Dings macht. Die was macht? Die Häuser. Ach so. Oh ja, dann muss ich das morgen. Ja, nein, Geburtstag, ach verdammt. Ich versuche sie noch aufzuhalten. Oh nee. Hättest du mal direkt sagen können, dass sie oben ist und nicht bloß dies vor ihrem Ding. Ich hab die Wörter nicht rausgekriegt. Ich dachte, du wüsstest, du weißt, wer Robin ist. Jetzt ist es vorbei. Ach, du bist jetzt ist sie drin. Da. Du wusstest doch, dass Lumi heute verpeilt ist. Lumi ist nicht heute verpeilt, sondern... Ah, egal. Immer. Ja gut. Das hast du jetzt gesagt. Aber Lumi ist heute ein bisschen verpeilter als sonst. Das geht? Du bist immer verpeilt. Es gibt davon keine Steigerung. Es ist Dauerzustand bei dir. Ihr macht mich so fertig. Aber nur, weil es wahr ich ist. Ich auf, das mit euch zu spielen, aber aus anderen Gründen. Cool, dann komme ich in deinen Stream und mach's da. Ich hab dich nicht als Mod gemacht und das hat schon Gründe. Ich kann dich jederzeit bannen. Du kannst auch Mods bannen. Stimmt. Wer macht das eingelegte Aubergine? Ist ja ekelhaft. Hab ich noch nie gegessen, aber meine Nachbarn machen das tatsächlich. Auberginen einlegen. Oh, Pfirsich! Oder was auch immer da. Die Kirsche? Nee. Granatapfel! Hast du die geklaut? Übern Zaun! Frechheit! Er ist zu mir geflogen. Ich hab ihn gekriegt. Frechheit, ey. Eingelegte Aubergine. Apfel nur für die Lumi. Wo machen wir denn die Früchte hin? Keine Ahnung, wie liegt dir was? Ich glaube, ich habe die irgendwo in die Sachen, die Jahreszeitentruhe mit reingeschmissen. Der Mimi. Mimi? Ich glaube, mir ist immer ein neues Schwert, ja? Ja. Ich hab dir immerhin meins gegeben, sonst kannst du nichts machen. Guck mal, Ben, hier. Geh weg! Benny will dich nicht mehr sehen. Ich wollte ihm den Granatapfel schenken. Granatäpfel kann man so blöd essen. Ich liebe Granatäpfel. Ja, wenn die einfacher zu essen wären, würde ich die auch lieben, aber die kann man nicht so einfach essen. Ich finde die eigentlich gar nicht so schwer zum Essen, ehrlich gesagt. Okay, dann bin ich einfach nur unfähig, Granatäpfel zu essen. Das wollte ich damit nicht sagen, aber wo ist denn dein Problem? Das spritzt immer alles voll. Du kennst du diesen Trick, wie man die aufschneidet? Ja, da gibt es ein Video zu. Es gibt zu allem ein Video. Ich habe es auch mit einem Video gesehen. Du kannst beim Granatapfel kannst du oben so eine Scheibe abschneiden und unten so eine Scheibe abschneiden. Und dann sieht man, wenn man so von oben drauf guckt, so einzelne Kammern. Ja, und dann einmal einritzen an den Seiten jeweils bei dem Granatapfel. Und dann kannst du die so auseinanderklappen, wie so Apfelschnitze quasi. Und dann kann man die Kerne rausholen. Und dann spritzt es nicht so. Genau. Du kannst einfach. Aber dann haben die Dinger immer noch übel viel Kern für wenig Saft. Das ist auch irgendwie doof. Ich esse die Kerne einfach total gern. Ich nicht, ich mach nur den Saft. Daraus Saft machen. Nee, ich meine, wenn du die sozusagen, wenn ich so einen Haufen davon, von den Kernen im Mund hab und den Saft da rausdrücke, das ist lecker. Und dann hast du einen Haufen Kerne im Mund, das ist nicht mehr lecker.
Das, was ihr sprecht, ist total zweideutig, aber okay. Nur wenn du das in deinem Kopf dir überlegst. Also jetzt mal im Ernst, welcher Mensch denkt bei Kernen, die er im Mund zerdrückt, an irgendwas Sexuelles? Felix! Ja komm, Lumi war doch da. Was hat denn das mit mir zu tun? Es wird übrigens wieder spät, Jungs, ihr müsst wieder ins Bettchen. Ihr müsst wieder ins Bettchen. Ja. Habt ihr denn die Pilze hin? Ist links doch unten, egal, geh ins Bett. Links unten, aber das ist auch voll inzwischen. Ich war nicht diejenige, die ganzen letzten Tage irgendwie draußen oder auf dem Nee, dafür bist du gestorben, das stimmt. Wir hatten hier Iridium schon wieder gemacht. Ich? Wir hatten doch gar keine Kohle mehr. Habt ihr jetzt Kohle mitgebracht? Ja. Sehr gut. Brauchen wir doch den blöden Kohlebrennofen, ne? So. Muss ja, mal bauen. Ich hab schon letztens gesagt, dass der Kohlebrennofen sich rentieren würde. Felix, ist es 31. Tja, ja. Wir haben nur keinen Kohlebrennofen mehr. Wir brauchen keinen. Und ich weiß auch warum. Der Hof des Friedens hat 250.000 Mensch. Ich kann jetzt einen Iridium-Sprinkler herstellen. Juhu. Herzlichen Glückwunsch. Aber das hast du ja auch schon. Hast du denn nicht irgendwie 2-3 Level übersprungen? Das erscheint mir auch gerade so. Hoferbeitstufe 9. Du hast dich doch letztens noch beschwert, dass du Stufe 5 gekriegt hast und seitdem nichts mehr. Und jetzt bist du 9? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hast du einfach meine bekommen, was weiß ich. Sag mal gucken. Hier bin ich viel zu langsam unterwegs. Nee, ich bin tatsächlich Stufe 9. Fischfokus, Glasaugenbarsch. Du kannst diesen Fisch an verregenden Abenden im Herbst und Winter finden. Er kann an allen Süßwasserorten gefunden werden. Die geißen heute gut drauf. Ich habe extra Glück. Ich habe eine weitere Herausforderung für dich. Kind, schaffe es mindestens 25 Ebenen tief. Ich habe einen Berg Gold für dich, falls du es schaffst, dein Freund Mr. Q. Ich weiß nicht mehr, wer Mr. Q ist. Das weiß ich auch nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal an und mach das mal, ne? Mach mal. Ne, den hatte ich gestern schon, die Quest. Au! Winst wo, hä? Wie viel Iridium brauchen wir denn für die Iridium-Sprinkler? Das wäre cool, wenn wir im Frühling schon welche bauen könnten, ne? Ich glaube, einen, oder? Also einen Barren, oder? Denke ich. Ein Barren, genau. Guckt einfach nach. Ihr könnt das jetzt bauen. Hm. Ja, aber jetzt das so bauen macht keinen Sinn. Ich bin mal kurz auf. Ja, aber wann macht es denn Sinn? Du kannst ja schon vorher bauen. Hast es nachher da? Ein Iridium-Barren, eine Batterie und ein Gold-Barren. Die Batterie war das Problem. Wir haben nicht genug. Blitze! Müssen wir halt noch ein bisschen auf Plätze. Haben wir auch Goldbahn übrig? Übrig haben wir nie was. Haben wir Goldbahn? Wir haben bestimmt Goldbahn. Ben, ich habe etwas Neues. Man nennt es den automatischen Greifer. Das Ding kann deine Kühe und Ziegen melken, deine Schafe scheren und das ganz alleine. Aber es ist ein Luxusgegenstand, deswegen nehme ich 25.000 dafür. Money. Ich will zuerst meinen Rucksack. Was? Welchen Rucksack? Er hat doch keinen Rucksack von uns. Den Luxus, den du hast. Den und meine nicht. Luxuswohnung. Ich hab keinen Luxusrucksack. Die Luxuswohnung könntest du einfach mal holen inzwischen. Nee, wo ist denn da? Luxusrucksack. Die Tasche. Ja, aber Tasche oder Wohnung, ja? Und dann die Wohnung. Du hast auch beides. Das war bei mir zum wissenschaftlichen Zweck, ob wir das alle kriegen. Ist mir egal, du hast es, ich will's auch. Das ist nicht mein Problem. Nach der Logik müsstest du auch einen Penis haben wollen, ja? Manchmal hätte ich schon gerne einen Penis. Aber nicht? Nicht immer. Es geht ja hier um immer, ja. Das weiß ich nicht. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Dann könnte ich mich ja immer noch entscheiden. Vielleicht ist es ja besser. Ich glaube es zwar nicht, aber... Ich glaube es auch nicht. Ich stelle mir einen Penis sehr unpraktisch vor. Ist er auch. Krabbelt immer zu den ungünstigsten Zeiten. Mais müssen wir jetzt auch nicht mehr vervielfältigen. Haben wir nämlich auch schon 99 Saat. Nee, ich meine ja auch ab jetzt. So, die Lumi kauft sich jetzt den größeren Rucksack und dann morgen das Bett. Das Bett. Kauf dir mal morgen das Bett. Der Wunschvater des Gedanken. Was wollte ich? Achso, ich wollte jetzt hier Käsepresse bauen. Holz, Stein, Hartholz, Kupfer bauen. Wir haben keinen Goldbahn übrig. Wir haben nur 38 davon. Wir haben nie was übrig. Übrig würde bedeuten, dass wir es nicht benötigen und wir brauchen... Wir haben mehr als genug Gold. Davon, bedeutet wir das. Wir brauchen 38 Goldbarren. So. Oh, ich habe eine Sequenz. Irre. Mit Haley. Sie zockt. Ha, ich hole auf. Aber Haley zockt? Abigail, ihr bringt mich ganz durcheinander.
Jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht wie du früher immer. Lumida! Nee, Hayley wusste ich, wer das ist. Nee, du hast früher immer gesagt, Hayley ist doch die mit den lilanen Haaren. Das war ungefähr eine Folge lang so. Nein, 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 das war 2, 3. Das war voll witzig beim Schneiden. So. Hast du mich erschreckt? Warum schleichst du dich so an? Dass du das durchspielen mit ihr. Viel Spaß. Seufz. Ich habe Reise des Perikönigs gespielt und schaffe nicht mal das erste Level. Dieses Spiel ist unglaublich schwer. Naja, entweder das oder ich bin einfach schlecht. Ich habe das gern gespielt. Hey, willst du das Level mit mir zusammen probieren? Vielleicht schaffe ich es mit deiner Hilfe eher. Ich finde es so süß, dass sie dann immer ganz andere Mimiken haben als normal. Hm, andere Mimiken? Beim Sprechen bei so Quests. Ach so. Oh, es ist lang her. Da kommen sie! Jetzt hast du bloß nicht verkacken. Werde ich auch nicht. So schwer ist es nicht. Wie gesagt, schon vor ein Weilchen her, aber ich weiß noch nicht mehr ganz, wofür die Gegenstände gut waren. Das ist das Problem. Ich habe erst ungefähr, nachdem ich fast fertig war, realisiert, dass es da Gegenstände überhaupt gibt. Ich habe gerade eingenommen und wusste nicht, wofür er gut ist, und dann ist sie gestorben. Sie kann so oft sterben, wie sie will. Das ist bei mir auch gestorben. Teilen wir uns das Leben, oder? Nee, nee. Bei mir ist er auch öfter gestorben. Ja. Vielleicht ist es so, wenn man im Koop spielt. Also wir können das auf der, in der Spielehalle auch im Koop spielen? Glaube ich nicht. Das denke ich nicht. Dann wäre es nämlich auch leichter. So, den Granatapfel kriege ich aber, ja. Bitte was? Den Granatapfel habe ich bekommen. Ich hab dir, wollte den anderen schenken. Ich will keine geklauten Granatäpfel. Ich habe ihn ja nicht mal absichtlich geklaut. Nein, doch, du standest da und hast ihn rangesaugt. Du hast gemacht, um den zu kriegen. Das war ich im Real Life auch immer. Einen Granatapfel zuschicken. Per Post? Was? Per Post? Eine Granatapfel. Hey, zuschicken. Wir haben es geschafft. Was habt ihr geschafft? Das erste Level. Ich habe eine Sequenz mit der Abby. Achso. Hey, das war lustig. Danke, Lumida. Ich hätte nicht gedacht, dass du so gut mit dem Joystick umgehen kannst. Aber du kennst dich echt aus. Jawohl, tja, viel Training. Kleiner. Jawohl, Kleiner. So. Viel Training, was Lumida gemacht hat. Achso, da hast du diese Sequenz deswegen gehabt. Jeep, 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 jeep. So. Ich glaube, hab ich ein Schwein, ey. Das ist übrigens der letzte Tag für mich heute, ne? Hab ich noch gar nicht gesagt. 22 Uhr. Wir machen schon länger als sonst. Immer ne? Ganz, ganz früh wach sein, damit er seine Eltern befriedigen kann. Ja, da kann befriedige ich niemanden, ich unterhalte höchstens. Kurz vorm Sterben. Ey, du hättest sowieso aus der Mine irgendwann rausgemusst. Ja, aber. Ich hat auch nichts damit zu tun, dass ich das jetzt angekündigt habe. Die 25 Stufen erreichen. Aber das kann ich auch immer noch machen. Immer noch. Das ist ja der letzte Tag. Du musst ja nicht früher aus der Mine raus, bloß weil Ben nach dem Tag aufhören will. Genau. Ja, aber meine Energie war fast am Boden und das gleich im ersten Level und das lohnt sich dann nie weiter nach unten zu gehen. Da fahre ich lieber zurück. Das ist aber wirklich eine gute Frage. Wo packen wir. Hast du den Granatapfel eigentlich abgegeben? Wie bitte? Den Granatapfel abgegeben hast. Nee, ich habe ihn irgendwo reingetan. Ich weiß auch nicht mehr wo. Das stimmt wie orange, oder? Kann sein. Ich glaube, orange machen wir momentan alles rein, wo wir keine Ahnung haben, wo wir es hin sollen, oder? Blaubeeren, Weintrauben. Ja, hat aber jemand echt wenig Ahnung, wo überhaupt irgendwas hinkommt. Pilze sind halt. Völlig übermüdet, keine Ahnung, was ich da reingestopft habe. Du hast halt. Was hat, wenn du das warst, dann hau ich dich. Das stimmt. Ich war das nicht. Warum sind da 24 goldene Hopfen drin? Das gibt keinen Sinn. Nein, das war ich definitiv nicht. Das war ich definitiv. Oh nee, ich habe keine Hopfen. Ich habe gar keine 24 Hopfen geerntet, bisher nur einen. Ach, ist klar. Also war wieder keiner was. Hopfen. Und den habe ich in die richtige Truhe gelegt. Ich habe auch nie Hopfen geerntet. Dann warst du das, Ben? Ja, natürlich war ich das. Na, das ist logisch. Wer denn sonst? Kann dir sonst niemand rausreden. Ja, ich mache keine Formarbeit. Manchmal macht man auch Sachen, merkt sie nicht. Ich habe auch erst beim Schneiden gemerkt, dass ich in unserer allerersten Folge Harz verkauft habe. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich das getan habe. Könnt ihr jetzt wieder böse Sachen sagen, aber da heißt es wieder, ich bin zu fies. Ist doch auch egal, es stirbt doch keiner bei.
Doch, ihr seid alle tot. Bam. Ich habe gestern Schindlers Liste geguckt bis 0 Uhr und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich hätte ins Bett gehen sollen. Das hätte man aber vorher wissen können. Du weißt doch, wie lang der Film ist. Ja, eigentlich schon. So, wir müssen noch ein bisschen Dingens ernten. Links unten. Was? Links unten? Ja. Ja, da ist aber schon alles voll. Aber da sind auch schon Pilze drin, die wirst du wahrscheinlich schon nur drin haben. Ah, okay. Und Silberpilz brauchst du nicht reintun, die kannst du verkaufen. Was? Silberpilz? Ja, mit Silberstern. Die meine ich. Die brauchst du nicht da reinballern. Okay, dann tue ich alle Pilze, die Silberstern haben, weg. Bei mir ist schon. Oh, da geht's ja schon nach unten. Das war dumm. Die Fliegenpilze brauchen wir sowieso nicht, die sind eh bloß tödlich. Die will sich auch keiner auf die Zähne schmieren. Der Dings braucht ihr ab und an. Der Magier. Ist nichts mehr in den Gemüse fermentieren. Oh, weil wir genug Samen haben. Und weil es ungefähr 3 Sekunden dauert. In den Fermentierern. Achso, du meinst, wo das Gelee ist. Keine Ahnung, ja. Weil ich das rausgenommen habe und noch keine gute Idee hatte, was ich danach reintue wahrscheinlich. Dann mach doch mal Giftpilze rein. Ja, genau. Und wem schenkst du das dann? Genau, so ein Fliegenpilzgelee. Nom nom nom. Lecker. Ja. Okay, jetzt das zweite Silo ist auch fast voll. Da fehlen nur noch 5. Ihr habt schon 2 Silos, habe ich was verpasst? Ja, du warst zwischendurch mit Kira spielen. Oh, sorry. Wir haben zweites gebaut, damit wir für den Winter genug Vorräte. Die haben auch jetzt hier wieder solche Öfen hingestellt und wir haben jetzt ein Käse-Dingens auch. Ein Käse-Dingens, das ist cool. Tue ich mir noch das hier rein? Hast du eigentlich noch genug Köder, Ben? Wird knapp, ich werde mal welche neue machen müssen, warum? Sehr gut, weil ich dir gerade Käferfleisch besorge. Ich habe ja sogar noch Käferfleisch hier oben drin liegen, hab ich schon gesehen. Oh, siehst du mal. Kann ich mal verknüppeln. Ich hatte so eine Quest mit Kupfer und ich dachte, ich gehe einfach mal in die niedrige Mine, da sterbe ich wenigstens nicht. Und in 10 Minuten sind wir trotzdem tot. Still. Ungläubiger. So, was kann ich als nächstes mal bauen? Mayonnaise hilft uns nichts. Schwebstuhl hilft uns auch nichts. Wir brauchen mal ein Schaf. Wir könnten morgen mal noch uns ein Schaf besorgen, oder? Wie wär's damit? Ja, morgen? Bin ich dabei. Nächsten Stream meldest du. Ja, kann ich ja trotzdem sagen, morgen. Morgen in-game, nächsten Stream out-game. Teleport Totem Berge? Ich kann mich in die Berge teleportieren? Das sind Scheiße, ich finde die viel zu teuer, da kann man lieber laufen. Na gut, das Teleport Totem Strand finde ich nicht so teuer, das Teleport Totem Berge ist tatsächlich mit Eisenbahn relativ teuer. Robuster Ring. Miau. War letztens geil, wo ich hier Forza Horizon gespielt habe, die ganze Zeit eine Katze im Hintergrund so. Ne, hat er vorher noch irgendeinen Satz gesagt gehabt und die Katze im Hintergrund so. Miau. Das war ein Widerspruch. Ja. Soll ich ein Lagerfeuer bauen? Bringt nichts. Außer Licht. Da kannst du Fackeln bauen. Warum nicht? Wenn du Bock drauf hast, mach halt. Ich spoiler. Ich baue noch mal ein paar von den Batterieherstellungsgeräten. Mach mal. Oh, das ist eine gute Idee. Aber dann ist unser 7 Eisen wieder weg, ja? Das ist nicht so schlimm. Wir haben doch auch noch Eisenerz, oder? Kann sein, wir können jetzt auch wieder Kohle herstellen. Wer hat die Bettflügel? Die habe ich gerade. Scheiße, ich habe gerade einen Müsli-Riegel oben bei den Nutzern hingedacht. What the fuck, was soll die Kacke? Ach Mann, das Felix. Ist ja ein anderes Zimmer. Wie bist du überhaupt da rangekommen? Ja, überquer. Hey, das geht nicht. Das ging bei mir aber gerade. Ja, zauber das mal zurück. Ich kann das nicht zaubern. Ich habe ja sogar noch Bioden, die habe ich noch gar nicht umgetauscht. Naja. Kannst du dann morgen machen? Ich habe nämlich auch noch mal. Stein. Benni, wo hast du eigentlich diese Flöte hingetan? Habe ich abgegeben. Achso, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Und wer hat jetzt die ganzen Bettflügel da genommen? Die habe ich gerade wieder hingetan, die hatte ich. Hä, wie bin ich da hingekommen? Ja, eben. Aber ich hab's auf jeden Fall umgetauft. Ja, mach mal zurück. Ah, jetzt! In die rechts unten Ecke muss man klicken. Dann geht's. So, unsere Solarfarm. Ist das nicht geiles Deutsch? Das wäre doch fast was für hier. Für Lumis Nachhilfe. Das bringe ich meinen Schülern genauso vor. Wobei, genau. Bei
bla. Das bringst du ihn genauso vor. Finde ich eine gute Antwort auf rechts unten Ecke. Rechts unten Ecke. Das ist die rechts unten. Das ist eine guten Abend, Bemsil. Du kommst natürlich gerade etwas sehr spät jetzt. Und ich habe es eventuell auch schon 2 Minuten übersehen, dass vielleicht du gestiegen hast. Vielleicht sollte ich mal mit dem Stream anfangen. Da können die Leute danach bei mir bei Forza Horizon zugucken. Mach mal, stream mal. Das Problem. Problem ist, dass dein Rechner es unter Umständen gar nicht so richtig gut schafft. Was? Ich habe eine Ryzen 7 Karte. Sollte schon passen. Nee, du hast keine Ryzen 7 Karte, das ist ein CPU, den du da gerade beschrieben hast. Aber ja, du hast eine Ryzen 7. Ja, was braucht man so zwingend zum Stream? Also, du hast erstmal ein gutes Netz. Du hast einen Ryzen 1600, ich weiß nicht, wie viel Upload du hast, das ist schon mal wichtig, aber das könnte sogar reichen, weil ihr DSL habt. Für eine gute Qualität, wobei das reicht wahrscheinlich deine 1060, wenn du auf Mittel spielst, soll das gehen. Ja, das passt schon, Grafik ist mir nicht so wichtig. Ja, vielleicht mal so, schon wieder 5000. So, ihr Lieben.